Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Zwei Bücherwochen zusammengefasst. In der einen Woche war ich noch zur Hälfte krank, wobei man hört es so richtig gut, klingt meine Stimme noch immer nicht, auch wenn es schon besser wird. Aber die Stimme, der Husten, das ist schon noch mehr oder weniger da. Auch die Kurzatmigkeit ist wirklich verrückt. Man geht irgendwie von einem Stockwerk ins andere und braucht erstmal Luft. Also schon Wahnsinn, was das so ein bisschen an Nachwirkungen hat, so eine Corona-Erkrankung. Aber darüber wollen wir heute gar nicht weiter sprechen, denn wir stehen kurz vor Ostern und ich möchte über die Bücher der letzten zwei Wochen sprechen und auch ein bisschen über die Serie, auch was euch in der nächsten Woche dann erwartet. Ich stelle euch jetzt erst die Bücher der Woche vor. Die findet ihr auch unten in der Infobox, also schaut da gerne mit vorbei, wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wollt. Und dann wird es mit den Büchervorstellungen weitergehen. Da könnt ihr euch dann natürlich willkürlich und wie ihr wollt eine nach der anderen ansehen. Und am Ende gibt es natürlich dann noch das sonstige Geplauder, wo es ein bisschen um eine Serie gehen wird. Wir starten mit der Kurzvorstellung und als erstes Buch, und da ist tatsächlich ein Fleck drauf, unglaublich, als erstes Buch habe ich gelesen Großer Panda und Kleiner Drache von James Norbury. Das war das erste echte haptische Buch, was ich nach meiner Erkrankung sozusagen auch wieder in der Hand hatte. Dann habe ich Die sechs Kraniche von Elizabeth Lim gehört. Das habe ich in der Woche im Grunde schon angefangen und da kann ich schon sagen, es ist schon ein richtig tolles kleines Highlight geworden. Dann als E-Book gelesen habe ich Kleine Wunder um Mitternacht von Heiko Higashino, ein Buch, das hier auch so ein bisschen rumgegeistert hat auf BookTube und mich sehr, sehr angesprochen hat. Von Carsten Henn habe ich dann Der Geschichtenbäcker gelesen, ebenfalls als E-Book. Da habe ich mich auch sehr, sehr drauf gefreut. Und die erste Geschichte von Stephen King aus dem Kurzgeschichtenband Nachts wurde gelesen, nämlich Der Bibliothekspolizist. Die zweite Geschichte lesen wir jetzt im Grunde in der darauffolgenden Woche. Und es wird auf jeden Fall noch mindestens ein King im April gehen. Da dürft ihr euch dann auf jeden Fall noch freuen. Das erste haptische Buch, nachdem ich krank war, war dann Großer Panda und Kleiner Drache von James Norbury. Ein Buch, das mich sehr an Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd erinnert hat, weil es eben auch so ein bisschen diese buddhistische Philosophie aufgreift und wunderbare Grafiken enthält. Der Autor selbst ist Künstler, Illustrator und auch Schriftsteller. Er wurde in Westengland geboren, in Forest of Dean. Und jedem Potterhead wird das jetzt etwas sagen. Wenn ihr wisst, gerne in die Kommentare. Und mittlerweile wohnt er aber zusammen mit Frau und 7 Katzen in Wales. Und er hat sich irgendwann mit der buddhistischen Philosophie beschäftigt und wollte so ein bisschen eine kleine Geschichte eben vom großen Panda mit dem kleinen Drachen erzählen. Und beide gehen im Grunde einen Weg und verlaufen sie sich. Und wir sind hier bei verschiedenen Jahreszeiten und erhalten hier eben wunderbare Bilder. Nicht nur schwarz-weiß, sondern auch manches ist tatsächlich farbig. Und mir hat dieses Buch unglaublich gut gefallen. Also sowohl die Bilder, auf denen man wunderbare Details erkennt, finden kann, umso länger man sie sich anschaut, umso schöner werden sie, als dann eben auch die herzerwärmende Geschichte von diesen beiden Charakteren, sowohl Großer Panda als auch Kleiner Drache. Es ist im Grunde eine Art Märchenbuch für Erwachsene. Wir haben hier eben so ein bisschen buddhistische Weisheiten, Philosophie mit hineingebaut, über die Gedanken von Freundschaft, von Wegen, von Leben und glücklich sein und dass eben das Verlaufen selbst im Leben auf diesem Weg gar nicht das Problem ist. Es sind auch wunderbare Weisheiten einfach enthalten. Ich habe mir zwei oder beziehungsweise drei markiert. Zum einen, was ist wichtiger, fragte Großer Panda, der Weg oder das Ziel? Die Gefährten, sagte Kleiner Drache. Zündest du ein Licht für andere an, beleuchtest du auch deinen eigenen Weg. Und auch sehr schön fand ich, ich kann nicht beschreiben, was ich fühle, sagte Kleiner Drache. Großer Panda lächelt, macht nichts, Worte sind nicht für alles gut. Und da gibt es ganz viele wunderbare Weisheiten in diesem Buch. Es hat mich wahnsinnig gut unterhalten, es hat Spaß gemacht. Ich habe das wirklich
in einer sehr gemütlichen Stunde gelesen, mir die Bilder angesehen, wirken lassen und habe seitdem auch bestimmt schon 3-4 Mal wieder dazu gegriffen. Immer mal reingeblättert, ähnlich wie es auch bei dem Buch mit dem Jungen, dem Maulwurf, ist, wo ich sage, steht hier auf Augenhöhe und man kann immer mal da reingreifen, einfach mal eine Seite aufschlagen und es einfach genießen. Und ich finde beide Bücher gleichermaßen richtig, richtig toll. Sind wirkliche Highlights, mal aus einem ganz anderen Blickwinkel auch Dinge betrachtet. Und ich glaube, dass wir erwachsene Menschen das immer mal benötigen, weil uns selbst eben so ein anderer Blickwinkel oftmals so ein bisschen fehlt oder abhanden kommt. Und wir, glaube ich, auch manchmal viel zu verkopft sind. Und da tut so etwas richtig gut. Also ich kann das sehr, sehr, sehr empfehlen, auch als Buch zum Verschenken, wenn man denkt, man weiß nicht vielleicht, was man dem anderen schenken möchte, der oder die hat schon alles. Ich glaube, mit so einem Büchlein, das auch einfach am Nachttisch liegen kann oder am Wohnzimmertisch oder im Flur. Eine Freundin von mir hat das Buch Der Junge, der Maulwurf einfach im Flur liegen, wo man einfach mal, wenn man auf den anderen wartet, irgendwie mal 2, 3 Seiten sich anguckt, so Weisheiten mitnimmt. Und ja, richtig, richtig schön. Also große Empfehlung. Es ist persönlich schwierig, hier sehr viel so zu erzählen, außer dass es mich sehr berührt hat, sehr bewegt hat, mich ja auch wirklich wieder so ein bisschen geerdet hat und ja, mir auch so ein bisschen Freude irgendwie gegeben hat. Und ja, das gerade auch, wo es bei mir einfach nicht so richtig gut gelaufen ist, einfach weil das gesundheitliche Thema, also wenn man nicht gesund ist, ist gefühlt das Schlimmste, was ja irgendwie sein kann. Mit Ausnahmen, es gibt natürlich noch andere Dinge. Ja, fand ich richtig toll und kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Weiter ging es dann, beziehungsweise schon parallel in der Woche mit Die 6 Kraniche von Elizabeth Lim, ist der Auftakt einer Dilogie, wo mich das Cover und auch der Klappentext sehr, sehr angesprochen habe. Ich habe das Kleid aus Seide und Sternen, das ist glaube ich die erste Reihe von Elizabeth Lim, nicht gelesen, hat es aber auf der Wunschliste dann irgendwann, keine Ahnung, ist es irgendwie nicht mehr drauf, mittlerweile ist es wieder drauf. Ich möchte aber sagen, ich blende natürlich das deutsche Cover ein. Ich finde das englische Cover, das, wenn ich dran denke, verlinke ich das auch, fand ich aber noch viel, viel, viel schöner. Mittlerweile ist auch schon angekündigt, dass im Herbstprogramm der 2. Teil erscheinen wird. Der ist dann grünlich mit einem Drachen und das finde ich noch schöner. Und eins der beiden Bücher wird auf jeden Fall, weil der 1. Teil war ein Highlight, im Regal landen. Mal gucken, für welches ich mich dann entscheide. Es gibt bereits die eine Reihe von der Autorin und ich finde es richtig toll, ja, dass sie jetzt mit ihrer Dilogie auch ins Deutsche übersetzt wurde und liebäugle schon sehr mit ihrer ersten Reihe. Vielleicht kennt die ja jemand von euch und möchte hier schwärmend in den Kommentaren unterwegs sein. Dann natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe es bei BookBeat gehört. Sprecherin ist Jana Blümel und ich mag Jana Blümel als Sprecherin sehr, sehr gerne. Ich lausche ihr gerne. Ich finde sie eine ganz, ganz tolle Frauenstimme und ja, das hat mir hier wirklich große Freude bereitet. Wir sind hier in einer etwas asiatisch angehauchten Welt. Wir treffen auf die Prinzessin Shiori, die in einem schönen Land lebt mit ihren 6 Brüdern, ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Sie weiß, dass etwas Magisches in ihr lebt, konnte das aber immer gut verdrängen, besonders auch nach dem Tod ihrer Mutter, der viel zu früh in ihrem Leben stattgefunden hat. Es nähert sich ihre Verlobung, sie soll einen Prinzen irgendwo aus dem Norden heiraten, sie flüchtet und springt in den See. Dort trifft sie dann auf einen Drachen, der sie rettet und ihr von ihrer Magie zu erzählen beginnt. Gleichzeitig wird sie dann aber so ein bisschen danach von ihrer Stiefmutter gefunden und ja auch im Grunde gezwungen, die Wahrheit der Magie zu verbergen, sowohl ihre eigene als auch die der Stiefmutter. Und die Stiefmutter verflucht Shiori, denn Shiori darf jetzt nicht mehr sprechen. Gleichzeitig verflucht sie die 6 Brüder von Shiori, zu Kranichen zu werden, solange es Tag ist. Nur nachts verwandeln sie sich in Menschen. Und der Fluch beinhaltet, dass wenn Shiori spricht, egal was sie spricht, dass dann einer ihrer Brüder sterben wird. Und ja, jetzt sind sie natürlich verflucht und auch ja, im Grunde auf der Flucht, beziehungsweise möchte Shiori eben irgendwie eine Lösung finden ja, für diese Verfluchung und macht sich auf den Weg. Nicht sprechend ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Und sie bemerkt recht schnell, dass es wohl scheinbar durch die Magie ihrer Stiefmutter eine Verschwörung gibt, die eben so ein bisschen bei der Thronübernahme
oder wo die Thronübernahme ein Thema sein wird. Und das möchte natürlich Shiori, weil sie ihren Vater sehr liebt, dann auch aufhalten. Aber natürlich auch ihre Brüder. Und so macht sie sich eben auf die Suche nach Hilfe. Und ja, ob sie die findet, wo sie die findet, ich empfehle jedem nicht unbedingt den Klappentext zu lesen, weil da eine Wendung tatsächlich schon erzählt wird, das ich sehr schade fand, wo ich dachte, naja, eigentlich war das eine super spannende Wendung, wie sie sich aufgebaut hat, die einfach nochmal überrascht hätte. Und der Klappentext ist auch sehr Romantasy-mäßig. Natürlich, wir haben hier Jugendfantasy, das ist natürlich schon irgendwo ein Teil auch dieses Untergenres. Aber das ist wirklich nur am Rande. Und ich glaube, genau deswegen ist dieses Buch für mich ein Highlight geworden. Eine wahnsinnig tolle Geschichte. Es ist eine Atmosphäre, wie ich sie in Fantasy liebe, wie ich sie in Jugendfantasy nur sehr selten finde, die aber wirklich eine wunderbare Mischung hat aus bildhafter Sprache, aus viel Erzählungen, aus großen Bildern, aus ja, wunderbaren Gedankengängen, wie beschreibe ich diese Welt, aber gleichzeitig eben so ein bisschen diesen Mittelweg finde, damit es nicht zu ausufernd ist, nicht zu viel ist, sodass eben auch Jugendliche und vielleicht auch Fantasy-Anfänger irgendwie mit am Bann bleiben sozusagen oder halt am Lesen bleiben. Ich mochte es wirklich sehr, wie Elizabeth Slim diese Welt erschaffen hat, die Charaktere, wie sie uns gezeigt hat, vorgestellt hat, wie sie diese Fantasy-Welt wirklich mit ihren magischen Kreaturen einfach lebendig gestaltet hat. Also man fühlt sich in dieser Geschichte angekommen, man hat den Eindruck, man ist in einer Welt, die man kennt, weil sie einem so nah kommt, eben auch durch die Prinzessin Shiori, die wirklich wunderbar ihre Gedanken, was sie sieht, was sie fühlt, wunderbar rüberbringt. Es sind tolle Charaktere, die ich sehr, sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Angefangen von Shiori, deren Gedanken, Gefühle ich richtig toll fand, die wunderbar rübergebracht wurden, die nicht zu kitschig waren, nicht zu mädchenhaft, nicht wie man sich eine Prinzessin vorstellt, sondern die das wirklich schon sehr erwachsen macht, sehr gefestigt macht, die natürlich auch Schwächen hat, nicht nur Stärken, gar keine Frage, aber das fand ich richtig, richtig toll. Es gibt auch keine Gedankenwiederholungen, was man ja oft aus der Jugendfantasy kennt, dass eine Protagonistin immer wieder das gleiche Problem, das gleiche Thema, das gleiche Problem, das gleiche Thema, das gleiche Problem. So ist das hier tatsächlich nicht. Und das hat mir wunderbarst gefallen. Ich mochte oder ich mag Shiori wirklich sehr, sehr gerne. Sie ist frech, sie ist lieb, sie ist mutig, sie ist tough, sie ist es. Sie ist so viel, ohne sich dessen so bewusst zu sein. Und was ich besonders toll fand, war ihre Ungeduld. Die konnte ich nämlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch diese romantischen Themen sind nur wirklich am Rande platziert. Es war so ein bisschen dem Anlass entsprechend dann auch gut rübergebracht. Ich fand es auch tatsächlich sehr realistisch, wie miteinander, übereinander, Gedanken. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Zudem mochte ich auch die Nebencharaktere. Von den Brüdern angefangen, über Kiki, die ich richtig toll fand, ein Papierkranich, die zum Leben erwacht wurde. Und ich mochte das Zusammenspiel auch an den verschiedenen Orten, wo Shiori ist, wie da eben die Charaktere auch mit ihr interagiert haben, Dialoge insofern vorhanden, wie das Leben so am Hofe war. Ich hatte richtig, richtig Spaß mit dieser Geschichte. Es ist eine sehr spannende Geschichte, die wirklich einen wunderbaren Spannungsbogen hat, der immer wieder so kurz zum Verschnaufen einem Zeit lässt und dann geht es weiter und wieder. Und es waren auch viele überraschende Wendungen, die ich richtig, richtig toll fand, die ich nicht habe kommen sehen. Besonders auch das Ende hat mich total umgehauen. Ich war wirklich sprachlos vor diesem Buch mit diesen Kopfhörern im Ohr gesessen und dachte, dass auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich fand diesen Weg dorthin so toll und auch wirklich dieser konsequente Spannungsbogen richtig toll. Also man möchte sofort weiterhören, man möchte immer auch während des Buches weiterhören. Es hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Ich bin so, so gespannt, wie es weitergeht. Ich habe schon geschaut, ob der englische Band da ist, aber der kommt auch erst im Sommer. Ha, sonst wäre das tatsächlich auch ein Kandidat, wo ich gerne direkt weitergehört habe. Es gibt diese Warnung von mir mit dem Klappentext, dass man das vielleicht nicht unbedingt lesen sollte, wenn euch das jetzt irgendwie anspricht, weil man sich tatsächlich so ein bisschen zu einem Punkt zumindest spoilert, was ich sehr schade finde. Man hätte das durchaus weglassen können, aber alles in allem wirklich ein wahnsinnig tolles Buch. Jugend, Einsteiger-Fantasy, wie ich sie liebe, wie ich sie gerne lese und für mich wirklich ein Highlight, was ich gar nicht so vielleicht erwartet hätte,
Aber natürlich gehofft habe, weil sonst hätte ich es mir natürlich nicht angehört. Versteht ihr? Also ich fand es richtig, richtig toll. Ich hatte großen Spaß und kann die Geschichte jedem empfehlen. Und zwar Kleine Wunder um Mitternacht von Heiko Higashimo. Hier haben einige geschwärmt auf BookTube und auch Bookstagram. Und dann habe ich aber besonders Jennifer schwärmen hören. Ich packe ihr Video auch mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich mag japanische Geschichten oder Geschichten, die aus Japan kommen, ja sehr, sehr gerne. Und war hier sehr gespannt, ob mich das Buch dann auch so überzeugen konnte wie Jennifer. Und der Autor selbst ist wohl sonst eher für seine Krimis bekannt und hat hier mal ein ganz neues Genre für sich entdeckt. Wir haben in dieser Geschichte mehrere Geschichten, die sich miteinander verbinden. Die Geschichte beginnt mit drei kleinen Ganoven, die in einen Gemischtwarenladen gehen, um sich dort zu verstecken. Und auf einmal treffen Briefe bei ihnen ein. Und mit diesen Briefen hat es etwas sehr Magisches, ohne dass wir jetzt von Zauberern oder so sprechen, auf sich. Denn sie verbinden Dinge von diesen dreien, beziehungsweise auch den Gemischtwarenhändler und diesen Laden und diese Stadt und diesen Ort. Und sie verbinden Menschen und Geschichten. Und ich möchte gar nicht so viel verraten, weil ich finde, man nimmt sich da ganz viel, wenn man zu viel vorher weiß. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich habe tatsächlich die Schwärmerei von Jennifer gehört und eben noch von zwei, drei anderen, auch so ein bisschen den Klappentext. Und dann ist aber die Geschichte etwas anderes als der Klappentext. Und es ist eine wunderschöne Geschichte, die eben all diese Dinge rund um diesen Gemischtwarenhandel einfach so verbindet. Die Menschen und Zeiten und Wünsche und Zweifel und Gedanken und Gefühle verbindet. Und ich fand das so eine tolle Idee. Es ist eine richtig, richtig schöne Geschichte, die viele Ideen verbindet, Themen ja in einer Art modernen Märchen zusammenbringt. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, dass es für die Erschaffung dieser Geschichte viel Fantasie bedarf. Denn diese Geschichte ist nicht nur einfach eine Geschichte, sondern sie hat viel Gefühl, sie hat Herz und sie hat Seele und bringt das alles wunderbar zusammen und auch sprachlich richtig, richtig toll. Das hat mir super viel Spaß gemacht, so ein bisschen poetisch, aber doch schon so, dass man sagt, ja, das ist eine normale Sprache und wie sie einen so in den Bann zieht und auch verzaubert und mitnimmt und man liest und man lächelt beim Lesen und das war so, so, so schön. Ich fand es ein bisschen schade und das ist auch so vielleicht mein kleiner Kritikpunkt an der Geschichte, dass die Charaktere ein wenig blass blieben. Natürlich gibt es so Verbindungen, Verknüpfungen innerhalb der Geschichte, wo man alles so ein bisschen besser versteht, nachvollziehen kann, weiter tiefer kennenlernt. Gibt auch so einen roten Faden. Aber ich hätte mir doch ein bisschen mehr Tiefgang bei den Charakteren gewünscht. Auch, dass sie, was sie einzigartig macht. Und so bleibt oftmals nicht viel von den Charakteren selbst, ihrer Geschichte oder ihren Gefühlen, sondern eher so von dem Drumherum. Und das fand ich tatsächlich fast ein bisschen schade. Aber ja, das ist so Jammern auf hohem Niveau, was es dann wahrscheinlich zu einem totalen Highlight gemacht hätte. Aber es war wirklich eine wunderbare Geschichte, die mich ein wenig an das Haus am See erinnert hat. Das ist ein Film mit Sandra Bullock und Keanu Reeves. Und bei meiner Recherche dann so ein bisschen nach Beendigung des Buches habe ich auch gelesen, dass der Autor sich von dem Originalfilm, der aus Südkorea stammt, wohl inspirieren hat lassen. Aber Higashino hat hier eben keine Liebesgeschichte gewählt, wie sie ja bei Das Haus am See sozusagen ein bisschen ist. Also da hat man ja einen Briefkasten, der eben auch zwei Menschen auf verschiedenen Ebenen miteinander verbindet. Und das fand ich richtig schön. Also ich mochte auch, dass man eben zwei eigenständige Geschichten hat, trotz dass wohl eine Idee irgendwo im Raum lag, wenn man so möchte. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also Kleine Wunder um Mitternacht, richtig, richtig schön. Ich fand die Idee richtig toll, die Umsetzung sogar irgendwie logisch, insofern das so logisch sein kann in einem modernen Märchen. Und ich glaube, wer einfach mal beim Lesen lächeln möchte, der sollte zu diesem Buch greifen und sich natürlich auch unbedingt, und das solltet ihr, die Schwärmerei von der lieben Jennifer anschauen, ihr Video unten in der Infobox.
Dann erschien endlich das neue Buch von Carsten Henn, der Geschichtenbäcker. Ja, im letzten Jahr habe ich ja den Buchspazierer sehr, sehr geliebt und ich war mega neugierig auf seine neue Geschichte, die sich ja so ein bisschen in diese Reihe einzufügen scheint. Kann man das so sagen? Ja. Ich habe das Hörbuch gehört und gesprochen wurde es von Reinhard Kunert. Ich mag den Sprecher eigentlich sehr gerne. Es hat mich hier ein bisschen gestört, dass wir auch eine weibliche Perspektive hatten oder eine weibliche Erzählerin, aber eine männliche Stimme. Irgendwie ging das in meinem Kopf manchmal nicht so zusammen. Aber dafür kann der Sprecher nichts, der sonst wirklich einen guten Job gemacht hat. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass nur eine weibliche Stimme gut gewesen wäre. Ich weiß auch nicht, ob der Wechsel gut gewesen wäre. Also so richtig kann ich nicht sagen, was ich besser gemacht hätte, wenn ihr versteht. Aber irgendwie, ja, wahrscheinlich hat man eine männliche Stimme gewählt, weil der Erzähler schon im Großen und Ganzen, ja, also bevor wir so lange sprechen, Reinhard Kunert hat alles gut gemacht. Für mich hätte es irgendwie aber noch anders sein können, auch wenn ich nicht sagen kann, wie und was. Ja, wir treffen auf den Bäcker Giacomo, der ja ein Problem hat, denn er findet keinen neuen Bäcker für seine Bäckerei. Aber er liebt seine Bäckerei. Er liebt es zu backen, er liebt es, ja, Brot, Brötchen, Gebäck herzustellen. Er ist da voller Leidenschaft. Denn es bedeutet ihm wirklich alles für sein Leben und war auch in seinem Leben das, was am meisten an Bedeutung gewonnen hat und an Lebensenergie für ihn war. Gleichzeitig treffen wir auf die ehemalige Balletttänzerin Sophie, die nach einem Sturzunfall nicht mehr tanzen kann, die sich jetzt eben zurechtfinden muss in einem neuen, anderen Leben und die eben feststellt, auch wenn sie ursprünglich eigentlich zur Tänzerin geknetet und gebacken wurde, dass sie jetzt irgendwie einen anderen Weg finden muss, um in ihr Leben zurückzufinden. Und beide treffen aufeinander, als Sophie das Angebot vom Arbeitsamt annehmen muss, in der Bäckerei sich vorzustellen. Und beide treffen dort dann eben aufeinander. Giacomo als Bäckermeister, der ihr das beibringt, und Sophie als ja, nicht wirklich motivierte Mitarbeiterin. Und mit beiden ja, gehen wir eben einen gewissen Wegeschritt und ja, ein bisschen ja, Lebensweg sozusagen, so vielleicht besser gesagt, und merken recht schnell, dass es eine sehr wunderschöne Geschichte ist. Ich habe die Geschichte sehr gemocht, ich habe sie sehr gerne gehört, ich habe ihr sehr gerne gelauscht und ich fand die Geschichte sehr warmherzig erzählt, sehr viele poetische Lebensweisheiten und das hat mir großen Spaß gemacht. Also ich war irgendwie philosophisch in dieser Woche unterwegs. Ich fand, dass man einiges in der Geschichte mitnimmt, ähnlich wie es auch schon beim Buchspazierer war, dass man eben keine einfache Lebensgeschichte hat, sondern dass Lebensgeschichten eben immer auch Kreuzungen haben, dass Lebensgeschichten auch immer mal Abfahrten haben, dass man eben auch einfach mal nach rechts oder nach links, dass das Leben eben nicht ein einfacher Weg ist. Und das fand ich hier wieder sehr treffend erzählt und wunderbar rübergebracht. Es geht in der Geschichte ums Weitermachen und dass man eben dabei auch nicht die Hoffnung und die Lebenslust verliert. Auch wenn man oft dieses Gefühl hat, und ich glaube, das kennen wir alle mal, dass man denkt, ach, jetzt, das geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dass man eben immer Hoffnung hat, dass es immer einen Weg gibt. Vielleicht machen wir aus dem immer einen meistens. Aber dass man da wirklich an diesem Gefühl der Hoffnung festhalten sollte. Es geht sehr gefühlvoll um das Thema Versagen, wie man damit umgeht, wie verschiedene Charaktere in dieser Geschichte oder auch wir Menschen damit umgehen. Auch wenn das Thema bei den einzelnen Charakteren vielleicht gar nicht so im Vordergrund stand, stand es aber irgendwo im Hintergrund und hat uns als Leser eben mitgenommen und gezeigt, wie unterschiedlich man damit auch umgehen kann. Die Charaktere fand ich zu Teilen sehr, sehr gut ausgearbeitet. Auch wie sie handeln, wie sie vorgehen, fand ich nachvollziehbar erzählt. Besonders den Bäcker Giacomo, den mochte ich super gern. Ich mochte seine ruhige Art, seine Geduld, die mir ja wirklich gänzlich fehlt. Ich mochte es, wie er seine Liebe zur Arbeit beschreibt, was er dabei empfindet, wie ernst er das nimmt, wie sehr er sich eigentlich die Beständigkeit wünscht, aber eben auch weiß, es muss Veränderung geben. Mein Problem mit der Geschichte war tatsächlich die Tänzerin Sophie. Ich
kam nicht mit ihr zurecht. Ich fand diese Frau nur nervig. Es war vieles auch für mich nicht nachvollziehbar. Alleine wie, also es geht schon los, wie kann jemand, die ursprünglich Tänzerin war, vom Arbeitsamt zu einer Bäckerei geschickt werden? Sie soll da jetzt Bäckerin sein. Also nicht mal eine Ausbildung machen, sondern einfach gleich Bäckerin. Also das sind so manchmal so Dinge, die ich ein bisschen merkwürdig fand, die auch nicht hinterfragt wurden. Und ich fand auch vieles von ihren Dingen, egal was ihr Leben betraf, ihre Partnerschaft, ihre Freundschaften, ich fand das nicht nachvollziehbar. Und ich fand sie wirklich nervig. Ich fand sie sehr anstrengend. Und ich fand sie auch manchmal sehr unfair. Und ja, jetzt steckt sie natürlich irgendwie in einer Lebenskrise, da ist man vielleicht nicht immer der netteste Mensch. Aber ach, ich dachte mir, nee, das mochte ich irgendwie nicht. Und ich wurde mit ihr auch nicht warm. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Problem oder mein Kritikpunkt an dieser Geschichte. Nebencharaktere gibt es auch noch ein paar, aber auch die waren eher blass. Was jetzt vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil man sich eben auf die zwei Hauptcharaktere fokussiert hat. Aber so manchen Nebencharakter, wie vielleicht die Schwester von Sophie oder auch in der Bäckerei, die Kunden, die schon mit einem besonderen Augenmerk auch beschrieben wurden, ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Substanz noch gewünscht. Der Schreibstil ist wie gewohnt von Carsten Henn sehr poetisch, sehr flüssig und man wird da so ein bisschen wirklich mitgenommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Er schmückt es nur manchmal ein bisschen zu viel aus. Das hätte ich mir an mancher Stelle vielleicht einfach ein bisschen anders gewünscht und nicht, also es wirkte manchmal so drüber und too much und das hätte ich mir da vielleicht einfach noch ein bisschen anders gewünscht. Aber alles in allem eine wunderbare Geschichte, die zwar nicht an den Buchspazierer für mich herankommt, also nicht das absolute Highlight, aber eine schöne Geschichte, die ich sehr gerne gelesen habe und in der Woche ja, mir auch richtig gut getan hat. Und dann kommen wir zum ersten King und zwar zusammen mit einer lieben Freundin lese ich zwei Kurzgeschichten, die in Nachts vereint sind. Mittlerweile heißt dieser Kurzgeschichtenband, ich glaube, 4 nach Mitternacht und es enthält 4 Kurzgeschichten, unter anderem Lengolias und das geheime Fenster, der geheime Garten, der aber in Lengolias drin ist, soweit ich das jetzt richtig recherchiert habe. In Nachts sind 2 Kurzgeschichten enthalten aus dem Jahr 1989. Also das Buch hat tatsächlich schon 30 Jahre und mehr auf dem Buckel. Man macht da als Leser tatsächlich auch eine Zeitreise. Und die erste Kurzgeschichte, die wir jetzt in der Woche gelesen haben, ist der Bibliothekspolizist. In der nächsten Woche kommt dann noch Zeitraffer. Und da werde ich dann in der nächsten Bücherwoche in 2 Wochen drüber sprechen. Ja, der Bibliothekspolizist hat von mir 3 Sterne bekommen. Wir haben hier wirklich eine ganz klassische King'sche Horrorgeschichte um Sam Pebbles, glaube ich, hieß er mit Nachnamen, der Versicherungen verkauft und irgendwie Immobilien und eines Tages soll er eine Rede halten. Er wird in die Bibliothek geschickt von seiner Sekretärin. Er soll sich da 2 Bücher ausleihen und dort trifft er auf eine ältere Bibliothekarin, die ihm 2 Bücher eben auch mitgibt, die darauf besteht, dass er sie natürlich pünktlich zurückgibt. Gleichzeitig entdeckt er in der Bibliothek sehr merkwürdige Plakate, wie Kinder vor dem Bibliothekspolizisten gewarnt werden, wie eben immer darauf gedrängt wird, dass das Buch rechtzeitig zurückgegeben werden muss und Ähnlichem. Und ja, als er dann die Rede hält und die Dinge im Nachgang ja, ins Laufen bringt, beginnt der Horror. Und ja, hier haben wir wirklich einen Stephen King, der Horror schreibt. Und ich fand es wirklich gruselig, ich fand es unheimlich. Ich finde, das hat King sehr atmosphärisch geschaffen. Man muss natürlich bedenken, dass diese Geschichte über 30 Jahre alt ist. Und das versuche ich auch immer mit einzubeziehen, denn in den 80ern war Horror und Grusel einfach anders, als er heute ist. Heute funktionieren die Menschen ein bisschen anders, vielleicht nicht alle, aber in großen Teilen haben wir jetzt einen anderen Gruselpunkt oder auch, ja, vieles ja eher so zwischen den Zeilen. Hier ist es schon so ein bisschen Bam in your face und das muss man einfach so ein bisschen wissen. Wir selbst gehen mit der Geschichte aber auch auf Zeitreise, denn ohne dass es King möchte, geht es in dieser Geschichte ein bisschen um Zeit und auch in seiner Vorbemerkung geht es um Zeit. Und das fand ich ganz spannend, dass, weil wir die Geschichte eben 30 Jahre später entdecken, viele Dinge sich so anfühlen, wie wenn wir eben in der Zeit springen. Und das mag ich ja zum Beispiel bei historischen Romanen auch sehr gerne. Und das mochte ich auch in Nachts. Es gibt die ein oder andere Verbindung zu 1-2 anderen Geschichten von Stephen King, die aber nicht unbedingt gleich klar sind. Mir kam zum Beispiel der Name Sam Pebbles, hieß ja Pebbles mit Nachnamen, ich bin mir schon sicher. Ich bin mir, oder eher unsicher, das kommt jetzt drauf an.
Und mir kam der Name so ein bisschen bekannt vor und ich habe dann am Ende der Geschichte auch mal nachgeguckt, woher. Und dann dachte ich, ah ja, der war das. Also man kann darauf schon kommen. Die Geschichte ist atmosphärisch, sie ist auch zum Teil spannend erzählt, hat für mich im Mittelteil, da gibt es einen etwas längeren Monolog, ja, wollen wir es Dialog nennen, eine Erklärung. Die fand ich ein bisschen lang, die fand ich auch nicht so richtig spannend. Und mir war die Geschichte manchmal zu derb. Also es wurden hier wirklich Worte und Ausdrücke und Schimpfworte genannt, wo ich dachte, ach, das ist schon so ein bisschen derb. Mir war es auch manchmal zu brutal, mir war es auch manchmal zu widerlich. Also es gab so Szenen, die sehr ausgeschmückt waren, wo ich grundsätzlich nichts zum Beispiel bei Fantasy gegen habe, aber wenn es eklig ist, dann vielleicht lieber kurz. Also das war mir manchmal zu viel, das war mir too much und das fand ich wirklich eklig. Und ich fand es derb und ich fand es auch manchmal ein bisschen drüber. Aber ich fand die Geschichte okay. Also es war eine Drei-Sterne-Geschichte. Ich versuche ja bei King durchaus immer so ein bisschen bei den Kurzgeschichten Sterne zu vergeben, damit man dann dem Buch am Ende auch eine Sternevergabe irgendwie geben kann, wo man ein bisschen einordnet, ist das ein Band mit sehr vielen guten oder nicht so guten Geschichten. Ich fand es eine gute Geschichte, die Stärken hatte, aber eben auch Schwächen. Die Stärken liegen definitiv im Grusel und im Horror. Und wie er hier wieder Ängste schafft, wie er hier ja, auch Antagonisten erschafft. Und ja, das Positive sind definitiv die Charaktere, die Zeichnungen, die Intensität, die er uns diese vorstellt, Vergangenheiten beleuchtet. Und ja, ich mag Kings Längen normal sehr gerne. Hier hätte ich mir den Mittelteil tatsächlich ein bisschen kürzer gewünscht und vielleicht hinten raus noch so eine Spur mehr. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Für mich eine solide Kurzgeschichten. Ich bin nicht immer der größte Fan. Ich finde, dass King durchaus erst gut wird, wenn er mehr als 300, 350 Seiten hat. Aber es war eine gute Geschichte, die ich gerne gelesen habe. So manche Szenen hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht. Und man merkt, finde ich einfach, dass die Geschichte ein bisschen älter ist. Aber dafür kann natürlich die Geschichte nichts, sondern ich, weil ich sie eben nicht mit 6 oder 7 gelesen habe, als sie rauskam. Wahnsinn. Ja. Gott sei Dank habe ich sie damals nicht gelesen. Ich freue mich aber schon sehr auf Zeitraffer und werde da auf jeden Fall dann im nächsten Video, in der nächsten Bücherwoche berichten. Mit den Büchern sind wir soweit durch. Es wird in der nächsten Woche ein anderes Video geben, die Rache des Sub, denn ich habe jetzt die Woche nach Ostern auch ein bisschen Urlaub und ja, freue mich da jetzt vielleicht nicht Videos noch irgendwie drehen zu müssen, so in Anführungszeichen schneiden zu müssen, sondern ja, werde das jetzt auf jeden Fall vorbereiten über die Ostertage und dann kommt nächste Woche die Rache des Sub und einen kleinen Tag habe ich für die Woche in Überlegung und dann gibt es in 2 Wochen eine Bücherwoche und die dann eben auch 2 Wochen wieder vereint. Mal sehen, vielleicht pendelt sich das auch so ein bisschen ein, außer ich, ja, weil ich auch einfach merke, dass ich noch nicht ganz so viel lese und höre. So viel ist natürlich immer alles relativ, also je nachdem, mit wem man sich vergleicht. Wenn ich mich mit der gesunden Steffi vergleiche, die liest in der Regel und hört ein bisschen mehr. Die etwas kränkliche Steffi, die freut sich noch über Serie und dementsprechend ja, fasse ich da jetzt einfach ein bisschen Bücherwochen zusammen. Und ja, serientechnisch kann ich berichten, dass ich Staffel 3 von The Originals beendet habe und ich das echt mega fand. Also ich bin wirklich begeistert von dieser Serie, wie Vampire hier sind, Werwölfe, wie die Geschichte aufgebaut ist um diese Urvampire, dass wir Hexen haben, dass wir in New Orleans unterwegs sind, dass wir Intrigen haben, Freundschaften, Feindschaften, die Familie für immer und ewig. Und mir macht das echt Spaß. Also ich bin hier echt mit Freude dabei. Ich habe schon mit Staffel 4 auch angefangen. Freue mich jetzt auch, Staffel 4 und 5 anzusehen. Dann gibt es ja noch einen Nachfolger, Legacy, aber ich glaube, das gibt es tatsächlich aktuell nur zu kaufen oder vielleicht sogar noch im normalen TV sozusagen, im normalen Fernsehen irgendwie anzuschauen. Mal sehen, wo ich das dann herbekomme. Aber mir macht das echt großen Spaß. Und ich liebe die Charakterzeichnungen. Ich mag es, wie unterschiedlich die sind, wie sie zusammenhalten, gleichzeitig trotzdem nicht immer einer Meinung sind. Und ich finde das einfach großartig. Mir macht das großen, großen Spaß. Und jetzt über Ostern freue ich mich auf die 3. Staffel von LOL mit Bully Herbig.
Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Da ich ja schon mal Prime habe, kann ich das ja durchaus dann auch direkt dort weiterschauen und kann hier für The Originals definitiv nur beide Daumen nach oben geben. Eine Serie, die mir großen Spaß macht. Und es ist ja jetzt schon angekündigt, dass die Vampirchroniken von Anne Rice als Serie gedreht werden sollen oder vielleicht sogar schon herauskommen. Ich habe schon irgendwie Infos zu Interview mit einem Vampir als Serie gesehen. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja auch so ein Vampirfilm, den ich über alles liebe. Und ich bin sehr gespannt, wie man die Vampirchroniken dann irgendwie aufbaut. Und ja, irgendwie scheinen jetzt die Vampire wieder dran zu sein, denn auch J. Christoph bringt ein Vampirbuch heraus. Die Autorin von, Name vergessen, hat auch ein Vampirbuch herausgebracht. Ich habe den Namen echt vergessen. René Update. Ich meine das gar nicht böse, dass mir der Name nicht einfällt. Das war die Autorin von Zorn und Morgenröte, was ich ja nicht sehr positive Erinnerungen habe. Da kam jetzt auch eine Vampirgeschichte raus, wo ich denke, scheinen die Vampire back zu sein, sind mal wieder gefühlt 25 Jahre, 30 Jahre her. Also dann kommt das ja so gefühlt immer mal wieder. Ja, so 20 Jahre, ne? Ist glaube ich immer so ein bisschen und ja. Aber große Liebe bei The Originals, das genieße ich wirklich sehr. Ja, ansonsten steht nichts weiter auf meinem Zettel. Nein, ich habe, glaube ich, über alles soweit gesprochen. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Jetzt bleibt es bei mir eigentlich nur noch zu sagen, ja, dass ich euch morgen wunderbare Ostern wünsche und Osterfeiertage oder zumindest auch nur Feiertage, wenn ihr vielleicht das Osterfest auch nicht feiert. Ich freue mich jetzt schon auf den kommenden Urlaub in der Woche, ein bisschen Kraft tanken, hoffentlich mit schönem Wetter, so wie heute, wo mal ein bisschen die Sonne scheint, aber es noch recht frisch draußen ist. Aber Sonne ist auf jeden Fall schon mal gut. Und dann danke ich euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, schöne Ostern und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.